So, da bin ich wieder. Hallo, meine lieben Kartenfreunde. Also, ja, Part 1 der Lippenbekenntnisse und Part 2 habe ich ja jetzt vorgestellt. Und das dritte ist überraschend, weil ich weiß nicht, was drin ist. Und das ist auch das Einzige, wo man nicht durchschauen kann und ich nicht mal reinlinsen konnte, weil das so eingemummelt ist. Weiß nicht, ob das Absicht war. Das ist phänomenal, manchmal soll es so sein. Ja, als ich dieses Paket erhalten hatte, wusste ich zwar von diesen beiden, aber nicht vom dritten. Und als ich da hingelaufen bin an dem Ablageort, ja, vom Paket, da dachte ich so, ach, guck, ein weißer Schmetterling fliegt dahin und lässt sich nieder. Als ich dann gesehen habe, wo ich dann näher kam, dass es eine weiße Feder ist. So kann es gehen. Und dementsprechend schaue ich jetzt rein, was sich hier drin verbirgt, das Geheimnis. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, möchte das die Freude natürlich auch mit euch teilen. Ein drittes Kartendeck zieht bei mir ein und ich weiß nicht, welches. So, Trommelwirbel, dramatische Pause. Ja. Und dementsprechend, ich bin gespannt. Ach nein! Nee! Oh, Liebes! Ah! Was soll ich denn dazu sagen? Dankeschön, ich liebe es. Ich hab's noch nicht auf, aber ich lieb's jetzt schon. Es ist, ach, ja, wundervoll. Ja, aber das Beste passiert im Leben ungeplant, gell? Eieiei. Also von der lieben Kartenmacherin, ja, von der ich auch die Erlaubnis habe, alle Karten legen zu dürfen, ja, habe ich auch das Raven-Orakel Part 1. Ja, kann ich auch herzlichst empfehlen. Du findest alle Karten aufgelistet in der Community. Unter weiterführend, da findest du alle. Und eben von diesen beiden wusste ich aber von dem nicht. Da hast mich jetzt echt kalt erwischt. Volltreffer. Ah, ich muss mir echt Pipi in die Augen verkneifen. Oh Gott. Ah, vielen, vielen lieben Dank, Schatz. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig. Oh. Oh je. Schau mal. Ach, und ich liebe wirklich schwarz und grün. Ich liebe sowas. Ja, das ist Lenormand-Orakel. Ich bin sehr gespannt drauf. Wunderschön. Also so ist es eingepackt, ja. Da haben wir natürlich auch wieder die Kärtchen, damit es geliefert wurde und alles seine Richtigkeit hat, gell. Ist hier auch, ja, hier sind auch welche, wo die Beschreibung und natürlich auch, ja, die Genehmigung, ja, das Einverständnis, ja. So. Gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Okay. Moment, Moment, Moment. Da haben wir es. Okay, Moment. Moment, gleich haben wir es. Da, hier. Ja, Impressum und natürlich die Erlaubnis, ne? Ja, Original Erlaubnis. So, die packe ich mal weg, das ist nicht wirkend, mitwirkend wichtig für das Kartendeck an sich. So, ich lege es mal hier oben drauf. Dann, Moment, ich muss mich kurz strecken. Ja, das siehst du. Okay, das siehst du, das seht ihr. Sehr schön. So, wir tun sie gemeinsam einweihen. Ja? Und wenn Botschaften durchkommen, dann dürfen die auch durchkommen. Ne? So, ich hoffe, ihr hört nicht, meine Nachbarin oder mein Nachbar, je nachdem. Ist am Wäsche waschen. Das ist ja aus dem alltäglichen Leben, gell? So, wir mischen zusammen. Ja, ich habe es gesagt, mischen. Mir ist einmal rausgeplumpst auch in der Legung. Mischele, mischeln, mischeln. Seitdem ist es mischeln. Sag mal, im Unterdeck. Die Lupe. Na, da will etwas unter die Lupe genommen werden und die Krone darf zurechtgerückt werden. Ja. So. Eine spontane Legung und dann gehe ich alle mal durch, dass man sie alle mal sieht. Ja? Also kurze Botschaft, Legung und Vorstellung im Prinzip. So.
Aber ich wohne vor lauter Emotionen. Ja, da war es dann dahin, gell, mit der Professionalität hier. Ah, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Ich freue mich mega, mega riesig. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, da wollen schon ganz viele Botschaften raus. Schau mal. Und wir haben hier, oh, den Spiegel. Mit dem Fenster, mit der Rose. Erinnert mich an Schön und das Biest natürlich, gell? Ah, die Gerechtigkeit, der Hammer. Das ist der Hammer, ja? Da. Oh Gott, ist das niedlich. Nein, ich werd nicht mehr. Wie niedlich ist das denn? Ich gebe kaputt, so niedlich ist die. Guck mal. Putzig. Oh mein Gott. Dups, so süß. Ah, da werde ich wieder Kind. Oh, wie schön. Ja, die Schlange. Kann auch wirklich sein, dass gesundheitlich bei dir etwas in Ordnung gerückt wird. Du wirst Klarheit erhalten. Vielleicht hast du dir Sorgen gemacht und da wird das verschwinden. Da kommt Klarheit rein. Ja, mit den Wolken hier, ja, der Baum des Lebens, ne, und das Haus. Und es kommt zu dir nach Hause. Diese Botschaft, ja, die wird dir gut tun. Ne? Es wird gerecht sein, es wird dir gut tun. Und es handelt sich hier um eine Herzensangelegenheit, also mit voller Liebe, voller Kraft, ja. Oh Gott, ist ja niedlich. Das ist doch niedlich. Aber wie kann man da dann Karten legen? Moment, ich muss das kurz so. So, dann seht ihr es nämlich auch und ich bin da nicht ganz so abgelenkt. Süß. So putzig. Ah, ja, zu dir zu Hause. Da wird sich etwas stabilisieren, da wird auch etwas reine gemacht, ja, da kommt Klarheit rein und du wirst dich dann auch wieder pudelwohl fühlen, ja, im Frühling macht man ja den Frühjahrsputz, ne, hier mit den Schmetterlingen, kommt für mich hier rein, dass da wirklich eine komplette Wandlung, Reinigung reinkommt, ja, und wenn du dir gesundheitlich da wirklich Gedanken gemacht hast oder dich ein bisschen müde oder erschöpft fühltest, du wirst zu neuer Kraft kommen, den neuen Frühling erleben. Ja? Machen wir noch drei Karten. Die wollte es auf jeden Fall sein. Oh, die Rosen. Das voll meins. Das ist aber sowas von voll meins. Ja. Ja, da werde ich dann eine Reihe machen mit diesem Bild. Da werde ich aber erst um Erlaubnis fragen. So, ach je. Ja, das wird mit großer, das wird an die große Glocke gehängt, ja. Also dein Herzenswunsch, eine Transformation, wo du jetzt gerade hier durchlebst, kann sein, dass es im Frühling angefangen hat oder noch bis zum Frühling geht, dann wird es erblühen, wie eine Rose, also wie eine Liebe, ja. Und hier, ich glaube, das ist so ein Stichtag oder ein Moment, wo es dir bewusst wird, dass es die richtige Entscheidung war, was auch immer du hier für eine Entscheidung fällen musstest, ja, und du hast vielleicht so Bedenken gehabt, dass es vielleicht falsch ist, dass du da dieses Projekt angehst oder diesen Job oder das neue Zuhause oder eine andere Stadt oder auswandern, egal was es ist bei dir, ja, Standbein, diese Entscheidung, die wirst du nicht bereuen. Ja, putzig. Kleiner Knut. Ja, es wird dir eine Energie zur Seite stehen, die den Neubeginn mit dir durchleben wird, dir da bei dem Wandel auch helfen wird. Und es wird dann auch wirklich dementsprechend, ja, ein Erfolg. Sagen wir im Unterdeck? Die Lampe. Ah, mit den Lilien. Ja, hier geht ein Licht auf. Oh, hallo. Aber hallo, das ist aber mal ein hübsches Kerlchen. Mit 11 Ohren, ach ja. Alles klar. Eieiei, heißes Gerät. Also, du wirst auf jeden Fall ins Machen, ins Tun kommen, in die männliche Energie. Und, guck, da hat sich's umgedreht, der Klee. Es wird gut kommen, es wird gut kommen. Du wirst dir hier selbst deinen Traum erfüllen können. Du hast zwar Bedenken, dass es ein bisschen länger dauert oder es nicht so fruchtet, wie du gedacht hast, und dabei kommt es ganz anders. Ja, du hast irgendwann mal angefangen und zwischendrin sehr viele Bedenken gehabt und gedacht, ah, das wird ja eh nichts und ich mache halt mal weiter. Aber ja, aber das wird hier wirklich
ein unglaublich schönes Unterfangen. Also es wird ein wunderschönes Abenteuer und dieses Abenteuer wird dich bereichern. Und das so sehr, dass du gar nicht gewusst hast, dass es in diese Richtung gehen kann. Ja? Ah, ja, du spielst deine eigene Musik. Und hier haben wir wieder eine Schmetterling, wo ja mit der Feder, ne? Ja, die 85, vielleicht bist du 85 geboren. Wenn wir auf die 8 gehen, dann ist das ja die Kraft im Tarot. Und die 5 ist ja der Hierophant. Und du verbindest dich, du heiratest dich quasi selbst. Du vergibst dir, was du da an Zeit, Energie verloren hast oder Dinge oder Menschen, Situationen, die dir nicht gut getan haben. Und dementsprechend machst du Frieden mit dir und deinen Arschengeln, würde jetzt Robert Betz sagen. Genau. Und das kommt gut. Dann wird alles in Einklang kommen und eine, ja, eine wunderschöne Wende werden, wo du da wirklich gar nicht mit gerechnet hast. So, so viel dazu. Jetzt gehe ich mal alle kurz, kurz durch. Ja, noch ein schickes Kärtchen hier. Schau mal. Wow, das ist ja auch wunderschön. Meine Liebe, ich werde dich um Erlaubnis bitten, dass wenn ich die nächsten Sternzeichen reinlege, dass ich da ein paar Fotos, Bilder da als Vordergrund nehmen darf. Ja. Wunderschön. Auch die Frauen hier, das ist ja Wahnsinn, wie wunderschön. Guck mal. So flauschig. Ach Gott. Ich will mal am liebsten so richtig hier so in den kleinen Kesselchen. Ja, so. Ah, süß. Ja, der Ring, die Verbindung. Ach, wie toll ist das denn? Hier kommt mir Alice in Wunderland rein mit, wie heißt der noch? Moment, vielleicht fällt es mir gerade ein. Ach nee, fällt mir nicht ein, aber ja, des Rätsels Lösung ist nah. Oh, die Briefe, wunderschön. Ja, die Verstrickung, die Spinne, ne? Ah, der Wunschbrunnen. Ja, da hat man schon, ja, einiges durch, gell? Hier. Sehr schön. Ja. Zeit, gell? Der Kompass, Reiter, Schiff. Na, wunderschön. Ich kriege hier jede Menge Impulse rein. Das ist der Wahnsinn. Ich kann gar nicht alle aussprechen. So schnell wird mir hier alles geliefert. Das ist der Hammer. Ah, Froschkönig. Ach, ist das niedlich. Ach, wie süß. Also wirklich ein sehr gelungenes Kerlchen. Also. Ja, heißes Gerät. Absolut. Ah, wie putzig. Pegasus sind klein, guck mal. Oh, die sind alles so flauschig. So schöne Karten. Vielen lieben Dank, wirklich. Oh, so süß. Rudolf, das Rentier. Der Rudi. Sehr schön. Ja, Lernaufgabe ist durch, ne? Ah, hier ist passende Pendant. Sehr, sehr schöne Bilder, muss ich wirklich sagen. Ah, der Wahnsinn. Gigantomanisch. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Oje. Ich muss gerade lachen ein bisschen. Also, ja, wenn ihr euch fragt, wie ich aussehe, ich bin eine Mischung aus dem. Also wenn man das zusammennimmt, ja, ich bin die Mitte davon. Also ihr seht ja ein Bild bei mir auf der Seite ganz oben, ganz, ganz oben. Das ist so, ja, das ist der Hintergrundbalken, ganz, ganz außen, das sieht man nicht. Da siehst du mich. Ist wunderschön, wirklich. Ach. Also das ist der schönste Turm, den ich je gesehen habe. Wirklich. Und auch noch meine Lieblingsfarben. Fantastisch. Es darf fließen. Die Gefühle dürfen fließen. Wunderschön. Ach, schau dir das an. Ist das nicht traumhaft? Ah, wie süß. Guck mal. Hier. Da haben wir sie doch. Ah, hier, schau mal. Ja, haben wir sie. Oh, jetzt bringe ich dich schon zum Wackeln. Schädel-Hirntrauma beim Videogucken, toll. Bei Kartenverständnis. Guck, die guckt ganz süß. Ganz süß.
Wundervoll. Also wirklich wunderschöne Karten. Oh, ist der niedlich, der Kobold. Ach, ja, Schmetterling. Der Schmetterding. Das Schmetterding ist immer gut. Wunderschöne Maus. So süß. Mit der Dupsnase. Ah, hier erinnert mich an. Moment. Also wer den Kinderfilm nicht kennt, den kann ich empfehlen. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich eine Kinderfilm Filmbotschaft kriege. Aber ja gut, wenn es so sein soll, dann gebe ich das natürlich durch. Gucke ich mal. Es müsste in der Abteilung, Kinderabteilung, Moment. Ja, Jugendabteilung. Das ist hier unten. Ja, ich schneide meine Videos nicht. Ganz genau. Das ist der Vorführeffekt, ja. Bin gleich wieder da. Moment. Wo ist es denn? Wo hammer denn? Eieieiei. Ich sehe das Bild vor mir. Jetzt müsste ich das nur noch in real verwandeln, ja? Das wäre gut. Das wäre sehr praktisch, ja? So. Guck ich noch mal hier. Da hammer's doch. Da hammer's doch, da hammer's doch. Ach. Ja, war ganz außen und da habe ich nicht hingeguckt, ne? Mehr so in der Mitte gesucht. Also, in der Kindheit ist schon ein bisschen länger her, aber die Maus erinnert mich gerade so ganz dolle dran. Deswegen gebe ich das jetzt rein. Und zwar Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Das ist eine wunderschöne Verfilmung. Und der hat also der Zeichner ist ja Cartoon, ne? Der, wo das gezeichnet hat, Don Blatt. Der hat mehrere Filme gemacht, auch unter allen anderen, Alle Hunde kommen in den Himmel, ne? Oder wer kennt's nicht? Ein Land vor unserer Zeit mit Littlefoot, gell? Und Pfeifen der Mauswanderer, das hat er auch gemacht. Und das ist von dem Macher. Also wirklich ein unglaublich toller Künstler. In Kindheit geliebt und auch immer noch, ja, hier, Don Blatt mit TH am Ende, ne? Kann ich nur empfehlen. Und da jetzt die Botschaft durchkam, natürlich nehmen wir das mit, ne? Was auch immer der Grund ist. Und hier das Herz, ja. Da habe ich das Kinderherz rausgeholt und sprechen lassen. Und hier, aus jedem Alten darf was Neues erblühen. Wow. Das ist die schönste Sense, die ich je gesehen habe. Das ist, ach, ich bin geflasht. Wunderschön, wirklich. Hier erinnert es mich an den Hobbit. Also ich kriege hier ganz viele Botschaften rein. Ja, der Zauberstab, ich finde ihn brillant, gell? Die wunderschönen Seifenblasen. Hier sind mal steile Schuhe hier. Hey, ist der Schlaufuchs süß? Filmbotschaft, Moment. Ach, wie war das noch? Jetzt weiß ich es natürlich nicht. Ist, glaube ich, von Pixar. Wenn mir der Film einfällt, dann sage ich es. Da geht es um einen Fuchs und warte mal, Moment, der Fuchs? Ach, und der Hase, genau. Wer den Film kennt, weiß, von was ich rede. Da kommen auch Faultiere drin vor. Ja, die arbeiten beim Amt und sind ganz langsam am Stempeln. Ganz lustiger Film. Kann ich auch empfehlen. Aber da stehe ich jetzt nicht auf. Also es ist schon Überlänge hier bei der Kartenvorstellung. Ne? Ja, Affäre, aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Ha, guck an. Wie süß. Der Drache. Der kleine Drache. Oh, ja. Natürlich kann es auch Gift verbreitet werden, ja, durch irgendwelche Geschwätze oder. Aber das darfst du alles hinter dir lassen. Also ja, folge deinem Licht, deinem Feuer. Gell? Ja, überwinde jedes Hindernis mit den Bergen und das Chamäleon. Ja, Rapunzel neu verföhnt. Ne? Da habe ich schon mal reingeklickt. Ah, hier und abschließend. Ne? Das ist ja passend. Ne? Der Schmetterling, der keiner war. Ne? Wer die anderen drei Karten, zwei Kartendecks
Vorstellungen geschaut hat, weiß, was ich damit sagen will. Aber ich glaube, ich habe es vorhin gesagt. Ja. So, ich möchte mich nochmal recht herzlichst bedanken. Das ist so wunderschön hier. Wahnsinn. Also und der sprang mir gleich ins Auge. Wunderbar. Also sehr süß. Dann noch einer meiner Lieblingsfarben. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer vielen, vielen herzlichen Dank. Wunderschön. Ja. Ich werde jetzt ein wunderschönes Foto machen und dann werde ich das für euch dann hochladen. Und damit ihr da auch an dem Glück teilhaben könnt. Es kommen weitere Legungen rein, andere Legungen und natürlich werden auch diese Kartendecks dabei sein. Ja? Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, wer bis hier geguckt hat und alle ja, Kommentare und Abos liken. Also ich freue mich über alles, alles, was zu mir fließt. Vielen lieben herzlichen Dank und danke an diejenigen, die es regelmäßig tun und schon längstens mich begleiten. Auch dafür herzlichsten Dank. Ja, lasst es euch gut gehen, macht's gut und wir hören uns, sehen uns bald wieder. Ja, wenn ihr wollt. Bye.